Oh je, es regnet in Strömen. Dabei wollte Christoph doch bald eine Fahrradtour machen. Mal schauen, was der Wetterbericht sagt. Da sind die dicken Regenwolken. Und wie geht's weiter? Das ist ja schön. In 3 Tagen soll es nicht nur nicht regnen, sogar ein bisschen Sonnenschein soll es geben. Klingt gut. Aber woher wollen die das wissen? Hier werden die Wettervorhersagen gemacht. Beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Ein großes Gebäude. Da arbeiten viele Menschen. Vor allem aber viele große Supercomputer. Die verarbeiten Informationen. Jede Menge davon. Und zwar Wetterinformationen. Die kommen zum Beispiel von solchen Wetterstationen. Denn wenn man das Wetter vorhersagen will, muss man ja erstmal wissen, wie das Wetter jetzt ist. Da wird zum Beispiel mit so einem Windrad die Windgeschwindigkeit gemessen. Und das Ding daneben zeigt die Windrichtung an. Die Temperatur wird mit so einem Apparat in 2 Metern Höhe gemessen. Damit die Luft gut an die Fühler kommt, sind diese Schlitze da. Und die Fühler müssen im Schatten sein, denn die Temperatur wird im Schatten gemessen. Mit all diesen und noch anderen Geräten wird das Wetter beobachtet und gemessen. Und diese Informationen oder Daten werden an die Computer weitergeleitet. Auch Flugzeuge übermitteln Wetterdaten. Aus welcher Richtung kommt da der Wind in der Höhe und wie kalt ist es da oben? Das erkunden auch Wetterballons mit Fühlern, die 2-mal am Tag in den Himmel steigen. Oder Bojen auf hoher See. Und natürlich ganz wichtig, Wettersatelliten, die das Wetter auf der Erde vom Weltall aus beobachten. Oder Regenradar, das misst, wo es gerade regnet. Wetterstationen gibt es mehrere tausend auf der ganzen Welt. Da kann man sich vorstellen, dass da einiges an Informationen zusammenkommt. Da braucht man schon Computer, die etwas größer sind. Hier kommen die Wetterbeobachtungen aus der ganzen Welt zusammen. Aber noch sind das nur riesige Mengen an Zahlen. Aber die Computer können daraus auch Karten machen. Christoph geht mal ins Vorhersagezentrum. Heute hat Herr Würz Dienst. Der macht heute den Wetterbericht. Dazu hat er vor sich jede Menge Monitore mit den Wetterkarten, die die Computer ausgespuckt haben. Satellitenbilder sind da und viele bunte Karten, mit denen Christoph erstmal gar nichts anfangen kann. Herr Würz erklärt es ihm. Das Blaue, das sind dicke Wolken. Und da, wo es auf der Karte braun ist, da hängen die Wolken tief. Und wo es grün ist, da regnet es. Und zuletzt die weißen Linien ist der Luftdruck am Boden. Luftdruck? Genau. Den kann man nicht sehen, aber dass es ihn gibt, kann man leicht zeigen. Ein Papier auf ein Glas mit Wasser und loslassen. Der Luftdruck drückt von unten auf das Papier und das Wasser bleibt im Glas. Keine Frage, der Luftdruck ist da, überall. Aber was hat das mit dem Wetter zu tun? Der ist nämlich nicht immer gleich. Die Wettervorhersager haben extra Karten, auf denen die Gegenden mit hohem Luftdruck zu sehen sind und die, wo der Luftdruck niedrig oder tief ist. So nennen die das. Dass in einem Tiefdruckgebiet die Luft nach oben steigt und sich beim Aufsteigen der Luft Wolken bilden, aus denen es dann später regnet. Wenn die Luft nach oben steigt, ist der Druck auch weniger, ne? Genau, am Boden nimmt dann der Druck ab. Mhm. Wenn die Luft also nach oben steigt, ist unten weniger übrig. Im Sommer kann man schön sehen, wie sich tagsüber die Wolken auftürmen. Tiefdruckgebiet. Aber irgendwann muss die Luft ja auch wieder runterkommen. Steigt von oben herab. Dabei lösen sich die Wolken auf und der Druck am Boden steigt. Wenn die Luft also wieder nach unten fließt, dann lösen sich die Wolken auf. Und in dem Gebiet mit hohem Luftdruck gibt es schönes Wetter. Und wie wird das Wetter am Wochenende? Hier, wenn dieses Regengebiet durch ist, dann zeigt sich dahinter dann häufiger die Sonne.
Diese Vorhersage zeigen alle Bilder auf Herrn Würths Monitoren. Also rundum eigentlich schönes Wetter. Ja, dann kann ich ja Fahrrad fahren. Tja, dann steht Christophs Fahrradausflug mit seinen Enkeln Freddy und Joni ja nichts mehr im Wege. Gutes Wetter. Wie vorhergesagt. Viel Spaß!